Der Archaeopteryx, also der Urvogel, lebte vor 150 Millionen Jahren im Jura. Das ist die älteste bekannte Vogelgruppe. Er wurde maximal einen halben Meter lang und hatte ungefähr die Größe eines Raben. Der Archaeopteryx ist ein wichtiges evolutionäres Bindeglied zwischen den gefiederten Dinosauriern und den Vögeln. Dementsprechend weist er viele Dinosauriermerkmale auf. Er besaß Zähne und einen langen, knochigen Schwanz. Sein Becken ähnelte dem eines Reptils und auch viele andere anatomische Merkmale weisen auf die Verwandtschaft zu den Reptilien hin. An seinen Flügelenden hatte er drei krallige Finger. Der erste Archaeopteryx-Fund war eine Federfossilie im Jahre 1861 und seitdem hat es noch weitere Funde auf dem heutigen Gebiet Deutschlands gegeben. Darunter sind auch welche, die in ihrer Unversehrtheit ein komplettes Skelett und einen kompletten Federabdruck bewahren.